Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Resident Evil 7. Ja, wir spielen Ethan Winters, den etwas gefühlskargen Herrn, der nach 3 Jahren eine Nachricht oder eine E-Mail seiner vermissten Frau erhalten hat mit dem Inhalt »Komm mich holen«, Dalve Louisiana, und wir sind dieser Spur gefolgt in ein verlassenes, verranztes altes Haus. Und was als subtiler Horror begann, sprang uns dann mit blankem Horror ins Gesicht. Wir haben tatsächlich in diesem verrotteten Haus unsere Frau gefunden im Keller, und sie lebt. Damit hätte ich nicht gerechnet, gerade nicht, nachdem wir das Video gefunden haben, dass hier schon 3 Leute diesem Geisterhaus auf die Spur gehen wollten und die Geheimnisse ja aufdecken. Und wir da in dem Video auch gesehen haben, dass einer der Leute auch dabei gestorben ist. Was mit den anderen beiden ist, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall haben wir Mia, so heißt die Frau, oder unsere Frau, gefunden, in einem Käfig eingesperrt im Keller. Doch irgendwie ist sie von einer fremden Macht ergriffen oder dem Wahnsinn erlegen. Es hat nicht lange gedauert, da hat sie uns attackiert, und das nicht gerade harmlos. Was daran glauben musste, man sieht es gerade nicht. Ich kann aber nochmal die Waffe wechseln. Ist die Kettensägenattacke. Wieso hältst du deinen Stumpf nicht mehr fest? Sie hat uns nämlich die linke Hand ordentlich abgesäbelt. Und ja, nachdem wir sie mit der Axt erschlagen hatten, na, das ist ja eigentlich sogar zuerst passiert, dass wir sie mit der Axt erschlagen haben. Und tot war sie nicht. Und hat uns danach mit der Kettensäge attackiert. Und wir haben noch einen Anruf von einer Zoe bekommen, dass wir über den Dachboden abhauen können aus diesem Haus. Und genau da befinde ich mich jetzt und will hier raus. Hallo, Puppe. Weg mit dir. Oh, wir können Kisten zerschlagen. Ist da was drin? Pistolenmunition. Und eine Erste-Hilfe-Arznei, aber ich will auch die Pistole nehmen. Jawohl. Okay, gut. Ja, wenn es sein muss, ne? Warum auch nicht? So, unser Inventar ist doch eigentlich voll. Hier ist auch unsere Hand drin. Wieso ist die noch angewählt? Ja, das ist unsere linke Hand. Sie ist auch noch warm. So steht es im Inventar. Okay, machen wir mal weiter. Zumindest haben wir jetzt eine Schusswaffe, mit der wir uns verteidigen können. Wer macht eigentlich immer die Türen hinter uns zu? Nochmal Pistolenmunition. Ich hau auch hier mal die Kisten kaputt. Ein zugeklebter Mülleimer. Diese fiesen Figuren, weg mit euch. Noch mehr.
Mehr Pistolenmunition, sehr schön. Schuss. Klingt gut. Runter, runter, runter. Da ist sie ja wieder. Hallo, das sind Kopfschüsse. Interessiert dich nicht, ne? Auf mich, alle. Gib die Kettensäge her. Du stehst doch bestimmt wieder auf. Du hast eben auch geblutet. Das kaufe ich dir nicht ab. Aber wie kommen wir jetzt hier hoch? Ist sie noch da? Ja. Und nun? Willkommen in der Familie. Was? Wo kommst du denn her? Ja, schön. Kommen wir jetzt in den Keller zu deinen Vergewaltigungsopfern, oder was? Hallo? Komm schon, stirb uns jetzt nicht weg. Du hast Arbeit zu erledigen. Was? Die Hand wieder festgetackert oder was? Okay, gut. Klappt alles. Wo bin ich? Was zur Hölle? Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Wer sind Sie alle? Wo ist Mia? Ich das. Es ist gut. Er guckt nicht mal, wenn man sie ihm unter die Nase reibt. Lukas! Gott! Alter, Alter, war nicht schon wieder! Geh mir aus dem Weg, Margaret. Der Junge muss was essen. Er muss sein Abendessen haben. Komm her, Junge. Los jetzt, komm schon. Komm schon. Er ist es nicht! Halt's verdammte Maul, Margaret! Ich hab das für ihn gemacht! Raus hier, verdammt! Du bist ein Mistkerl! Ich kann es nicht glauben, Mistkerl! Er ist es nicht! Das sollte ein ganz besonderes Festmahl sein. Komm her, Junge. Was war denn die schon abgehauen? Komm schon. Verdammt nochmal! Ich wette, es ist wieder dieser Kopf! Verdammte Schweine! Ich komme zu dir zurück. Okay. Ach, die lebt da noch. Ich dachte, die wäre tot. Ich will hier nicht raus. Also eigentlich will ich hier raus, aber ich will nicht hier raus. Wir haben keine Waffen mehr, nichts mehr. Die beobachtet uns. Ja. Schön.
Verwendendes Objekt wählen. Brauchen wir hier das Gegengewicht oder was? Der unverhüllte Abgrund von Clive A. O'Brien. Drei Männer auf Erkundungstour vermisst. Die Staatsbehörde bittet um Mithilfe, drei Männer ausfindig zu machen, die am 9. dieses Monats von New Orleans zur Gemeinde Dalvi reisten und seitdem unauffindbar sind. Bei den Vermissten handelt es sich um Peter Walken, Andre Stickland und Clancy Javis. Die drei produzierten Videos für das Internet und waren nach Dalvi gereist, um Videomaterial für ihre aktuelle Produktion zu drehen. Ihre Videos behandeln hauptsächlich die Erkundung von verlassenen Häusern und Spukhäusern. Okay, klar. Andre Stickland, Peter Walken und Clancy Javis. Gucken, ob wir noch mehr finden. Die Leiche von Andre haben wir ja schon gesehen. Munition. Ja, jetzt brauchen wir nur noch eine Waffe. Auf 5 Schuss. Dieser Psycho-Familie hier. Die beobachtet uns auch, ne? Ach du Scheiße. Was haben wir hier? Nikos Hardware, Säge 24,99, einmal. Seil 34,79, viermal, macht 139,16. Tierhalsband 19,99, 20-mal, macht 399,80. Netto 563,95, Steuer 22,26 und Brutto 586,21. Wieso hebt er die Rechnung auf für Säge, Seil und Tierhalsband? Wer das kaufen geht, der macht sich ja schon verdächtig. Aber gut, dass du ja auch noch die Quittung hast. Oh, unsere Hand blutet noch. Ist ja auch nur lieblos aneinander getackert. So sieht der Kühlschrank hier genauso lecker aus. Noch nicht, aber wenn ich sehe, was hier drin liegt, dauert das auch nicht mehr lange, bis er den Verwesungsgrad erreicht hat, wie der Kühlschrank, den wir vorhin gefunden haben. Was haben wir denn hier alles? 30. Juni, männlich, 20er, beleibt, Barbecue. Was? 25. April, männlich, 30er, schlank, Gumbo. 13. März, weiblich, 50er, fleischig, Sauté. Ach du Heiliger. So in der ersten, im letzten Video habe ich gesagt, das erinnert ein bisschen an Tanz der Teufel und Blair Witch Project. Und jetzt hier mit dem Familienessen. Okay, sie ist weiblich, aber wenn das hier ein alter Herr wäre. Und was wir hier so finden, habe ich eher so das Gefühl, wir spielen das Texas Kettensägen-Massaker. Baba, wo bist du? Da liegt Kraut im Mülleimer. Ist das Kraut, wie wir es kennen aus Resident Evil? Eine Pflanze mit vielen wundheilenden Nährstoffen stellt beim Verzehr eine kleine Menge Gesundheit wieder her. Aha. Zumindest die Spielmechanik ist gleich geblieben. Ist übrigens der erste Resident Evil Teil, den man tatsächlich aus der Ego-Perspektive spielt. Also der erste Teil der Reihe, keine Ableger oder Spin-Offs. Aber glaube ich, da gab es auch nur so einen Railgun-Shooter, der recht schlecht war. Was haben wir da liegen? Ein Schuh. Evelyn. Evelyn hat ihren Schuh vergessen. So viele Zettel, die hier liegen, und wir können nichts lesen. Aber fein säuberlich sortiertes Silberbesteck. Dafür habt ihr Geld und für Folterwerkzeuge. Ja, ja. Weil die Bude ja mal wieder einen Schuss zu bringen, da haltet ihr nichts von.
Ah, verschlossen, super. Sucht einer seinen Rasenmäher? Oder steht, lese ich das gerade richtig? Where is my Mauer? Wo ist mein Rasenmäher? Has anybody seen my... Steht da Leck? Hat jemand mein Bein gesehen? Was ist das hier? Garage. Ach du Kacke. Schon wieder verschlossen. Sie sieht zerbrechlich aus. Vielleicht kann man sie mit etwas zerstören. Ja, sehr schön. Garage. Es ist mit Klebeband gesichert, dass mit der Hand nicht was entfernt werden kann. Ja, okay. Ich werde jetzt sagen, was bist du für ein Lappen, aber... Ich glaube, die linke Hand würde ich auch nicht stark belasten wollen nach den Vorfällen. Obwohl, kriegt man doch... Wenn du Rechtshänder bist, kriegst du das doch abgerissen hier. Ist doch kein Problem. Fummelst du da ein bisschen rum, gut ist... Ich will mich der Alten da nicht nähern. Ja. Verschlossen. Okay. Ich habe aber schon fast die Befürchtung, dass wir da hinten lang müssen. Er geht doch lang den Flur. Er hat doch gesagt, er kommt gleich wieder. Da ist er. Ich hoffe, er hat uns nicht gesehen. Schlüssel für Kellerklappe. Oh, scheiße, wir müssen nochmal zurück. Ich bin nicht hier. Wer bist du? Hier kommen wir auch nicht weiter. Ach, du Heiliger. Er sieht ziemlich arrogant aus. Lucas, Februar 2013. Das ist der eben mit am Tisch saß, oder? Das ist das verrückte Ehepaar von vorhin. Er sieht wieder so psycho aus. Sie sieht ja ganz nett aus, aber er... Jack und Margots 25. Hochzeitstag. Diese Wackelfiguren, ich glaube, die muss man zerstören.
findest mich nicht. Jetzt ist nur die Frage, im hinteren Teil ist er. Kein Weg heraus, weißt du? Ich schaff das. Du brauchst ja nicht hinterher. Scheiße! Kommen, Junge! Nein! Was soll das? Damit kannst du dein Bein flicken. Du schaffst das. Willst du mich verarschen? Was soll das? Was zum Teufel? Ja! Oh, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Uah. Was ist das denn? Deine Zeit. Ah, fuck. Was kann ich denn gegen den machen hier? Will der mich verarschen? Verdammter Mist! Wie soll ich das ersetzen? Das weiß ich nicht. Oh, Kacke. Jetzt aber. Es ist vorbei, Junge. Nein, komm, geh den Schlüssel an. Mach schneller. Was, weißt du was? Scheiß drauf, hab dich gefunden. Na gut, hab deine Spaß da unten, Junge. Ich komme später zu dir zurück. Was für ein krankes... Und was soll der Quatsch hier mit dem Bein wieder ran und... Oha. Oh Mann. Was haben wir hier liegen? Noch eine antike Münze. Schreibe ich mal kurz auf, die scheinen ja Sammelgegenstände zu sein. Aber der ist doch immer noch hier. Wir sind auch nicht gut dran mit dem ganzen Blut hier, oder? Okay, gelb. Soll ich mal Kraut nehmen? Besser wär's, ne? Wieder grün, aber wieso haben wir immer noch Blut in der Ecke? Das finde ich nicht gut. Karte des Haupthauses. Okay. Im Waschraum befinden wir uns, der auch abgeschlossen ist. Wir haben hier S, das steht wohl für... Wir können die Legende ja mal kurz einblenden. Kassettenrekorder, hier können wir speichern. Hier haben wir auch die Inventarbox. Kleines Schlüsselloch. Und verschlossen... Ach, das ist bestimmt hier die Schublade, die abgeschlossen war. Ich glaube, das... Ach, wir hatten auch noch eine andere Etage, habe ich gerade gesehen. Freizeitraum, Zimmer der Großmutter. Kinderzimmer, Badezimmer. Okay.
Hier unten haben wir noch die Garage. Da müssen wir irgendwie... Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die miefen furchtbar. Ja, das glaube ich aufs Wort. Wieso ist immer noch Blut auf unserem Sichtfeld, wenn wir hier doch wieder grün sind? Hier können Sie Objekte verstauen, ja. Die E-Mail, die ausgedrückte Führerschein, antike Münze. Nett, dass Sie uns das hier in eine Kiste gepackt haben. Ich packe mal die andere antike Münze dazu. Munition, die gebe ich nicht aus der Hand. Wenn wir eine Waffe finden, bin ich froh, dass man sich wehren kann. Flüssige Chemikalie und Kraut. Objekte im Inventar kombinieren. Kombinieren? Moment. Erste-Hilfe-Arznei. Moment, wie funktionieren das hier? Kraut plus flüssige Chemikalie gibt Erste-Hilfe-Arznei. Sollen wir es mal machen? Kombinieren. Nehmen. Ja, jetzt sind wir wieder ganz geheilt. Wahrscheinlich war es verschwendet, aber egal. Was haben wir hier? Ein Dietrich. Damit können wir die Schublade öffnen. Leitung wieder tot. Nochmal speichern. Ja, warum nicht? Ist auch so eine Wackelpuppe. Ich höre dich doch. Da unten. Wir haben noch nichts, womit wir die kaputt machen können. Wir haben im Flur eine und hier eine. Okay. Mach mal wieder zu. Wer ruft denn jetzt schon wieder an? Hallo? Gut gemacht, Ethan. So, stimmt's. Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verlier nicht. Er ist wichtig. Und ich dachte, das in meinem Handgelenk wäre ein Zacker. Ist er denn noch hier draußen? So, ich glaube, hier war die verschlossene, oder? Nee. Hier. Irgendwo da, Dietrich. Nochmal Erste Hilfe. Sehr gut. Ja, aber super, wir haben jetzt nichts, um irgendwie rauszukommen. Ja, vielleicht hätte die Tür vorne aufgemacht. War das? Ach, das war dieses komische Bild. Da steht auch kein Name und nix. Nee, hier kommen wir nicht raus. Hier was übersehen? Was machen wir denn jetzt? Irgendwas, womit wir das Band im Keller lösen... Keller, sage ich schon, in der Garage lösen können? Nee. Ich was übersehen?
Machen Sie auf. Ist das der Polizist, der geklingelt hat? Hey! Hey, Sie müssen mir helfen. Ganz ruhig, zurück. Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein. Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Ja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Wie bitte? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay, das klingt schon besser. Gut, treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Ach, der gibt doch jetzt nicht seine Waffe. Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Los, jetzt. Garage. Sofort. Was sind das hier für merkwürdige Charaktere? Also er ist hier, weil Leute vermisst werden. Dann ist ein Fremder in diesem Haus eingesperrt und er sagt, wir hätten sie nicht mehr alle. Was ist das denn? So. Pistolenmunition, sehr schön. Das sieht doch gut aus. Dann machen wir mal die Garage. Na, Moment. Moment, Moment, Moment. Wir müssen noch Figuren kaputt hauen. Solange nicht Papa Psycho wiederkommt. Wir haben hier eine Wackelpuppe. Weg mit dir. Klatsch. Ich weiß gar nicht, ob man dadurch irgendwie einen besonderen Spielmodus freischaltet oder sowas. Aber wir machen es einfach mal. Was war das? Und hier haben wir noch eine. Klatsch. Zack. Da muss man ganz genau hinhören. So, jetzt kommen wir in die Garage. Mit einem Messer bewaffnet. Hey, wir müssen hier raus, verdammt! Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten! Antworten Sie endlich! Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor! Das Stopp. Tor aufmachen! Das Stopp. Tor wieder! Ja. Scheiße. Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch um... Pistole? Er hat doch eine Pistole. Lass mich in Ruhe. Was liegt da? Autoschlüssel. Sehr schön und gut. Was ist... Du bist jetzt Teil der Familie. Ja, und wieso haust du mich dann? Da ist die Pistole. Mann, das sind Kopfschüsse, Alter. Shit. Er bringt gar nichts.
Munitionsverschwendung, Junge. Ich merk's. Was? Oh Mist! Jetzt ist Auto, Evil! Du hast ein paar gelernt. Scheiße! Beenden wir das, du und ich! Oh ja! Yeah. Wollen wir eine Spritztour machen? Nein! Ja. Nein! Scheiße! Was zur Hölle? Der lebt immer noch. Ja, das ist doch alles nicht wahr. Oh, jetzt brennt der Wagen auch noch. Wie schön. Nein. Oh, Junge. Schau, was du angestellt hast. Scheißkerl. Wir haben noch 2 Schuss. Super, Munition leer geschossen für nichts. Gar keine Kugel mehr drin. Und der lebt immer noch. Ach du Scheiße. Leck mich am Arsch. Wofür kriege ich denn überhaupt Munition? Was haben wir hier? Ochsenstatue. Können wir die an der Haustür verwenden? Flintenmunition. Ja, ich freue mich gerade eigentlich nicht über Munition, weil die ja eh nichts bringt irgendwie. Wir sind schon wieder angeschlagen. Ja, also... Was sollen wir denn hier auch machen überhaupt? Bleibst du jetzt liegen? Ich wage es zu bezweifeln. Eieieiei. Was haben wir überhaupt im Inventar? Wir können das ja nochmal mischen. Dann haben wir 2 von denen. Dann nehme ich nochmal eins, dass ich komplett geheilt bin hier. Ja, wir können uns eigentlich nur mit dem Messer bewaffnen. So, und ich glaube, ich gucke erstmal, ob das richtig ist. Aber sonst kommen wir ja nirgendwo weiter, oder? Hier haben wir jetzt alles gesehen. Wir kriegen ja auch gar nicht angezeigt, ob hier noch irgendwie Gegenstände liegen. Kann das sein? Hm.
Ich glaube nicht. Ja, ich glaube, das muss ja rein. Sieht schon schwer danach aus. Ja, dann werde ich aber noch mal in den Waschraum gehen, wo die stinkenden Socken hängen. Braucht man gar nicht aufhängen, die kann man so in die Ecke stellen. Und ich werde hier noch mal speichern. Ja, wir überschreiben. Oh, und dann benutzen wir... Wie sieht der Kassettenrekorder aus? Ach so, weil das Fach offen ist. So kann das aber nicht funktionieren mit den Aufnahmen. Ja, und ich werde sagen, im nächsten Video werde ich dann die Vordertür öffnen. Ist das überhaupt die Vordertür? Warte, was stand denn in der Karte? Da kommen wir auch nicht raus, da kommen wir in die Eingangshalle. Dann sind wir ja immer noch nicht raus. Okay. Ja, irgendwie müssen wir auch hochkommen. Hier sind ja alle Treppen kaputt, die nach oben führen. Ja, ich glaube, von der Eingangshalle kommen wir dann tatsächlich hoch. Ja, weil hier die Räume sind ja auch nicht verbunden, außer hier das Badezimmer. Das glaube ich hier, ja genau, beim Keller, bei der Garage. Da haben wir schon oben einen Sessel stehen sehen, aber die Treppe ist halt auch total im Arsch. Sonst hier kommen wir gar nicht lang. Ja, wenn ich auch nach oben gucke, ist das kein betretbarer Bereich. Das heißt, wir können nur durch die Eingangshalle ins obere Stockwerk gelangen. Das heißt, wir sind dann immer noch nicht aus diesem Haus raus. Und ich glaube auch nicht, dass er tot ist. Naja, wir werden es in der nächsten Episode herausfinden. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.